ein Jahr Corona und ich finde es an der Zeit, mal ein bisschen Bilanz zu ziehen, wie das Ganze sich so entwickelt hat. Ich beobachte das ja von Anfang an, bevor überhaupt Corona schon ein Thema war. Und ich will euch kurz darstellen in diesem Video, wie meine Rolle so war, wie ich von euch oder von anderen mehrheitlich gesehen wurde in dieser Phase, welche Wandel es da auch gegeben hat und mal wieder daran erinnern, was ich hier eigentlich mache, und ich will auch noch mal sagen, wie ich mich sehe, wenn ich so eine kurze treffende Bezeichnung finden sollte für mich, das alles in diesem Video. Zunächst einmal ging es ja vor gut einem Jahr los. Ich hatte da so ein paar Fernseheinladungen, glaube N24 damals zum Beispiel. Da habe ich zum ersten Mal berichtet über Quarantäne, was das Infektionsschutzgesetz, was das eigentlich bedeuten würde, auch im Arbeitsrecht. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe damals gesagt, also wenn man unter Quarantäne steht, da hat jeder Häftling, jeder Knasti, hat mehr Freiheiten als Mensch in Quarantäne. Und das war damals auch ein bisschen als übertrieben und Panikmache angesehen worden. Und es wurde mir auch von einigen Leuten gesagt, Bredereck, das haben wir schon öfter erlebt, wir hatten hier schon Vogelgrippe und so weiter, da wurde auch Panik gemacht. Ich wusste es damals selbst nicht, wie es sich weiterentwickelt. Mir schien aber aufgrund der Informationen, die ich damals so hatte, es schon als eine neue und relativ heftige, unbekannte Gefahr, wo ich sage, da muss man vorsichtig sein, da muss man erstmal gucken. Die Regierung hat den Auftrag, in solchen Fällen sich darum zu kümmern, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Und ich gehe davon aus, dass sie das auch tut. Und jetzt war das da so, in der Zeit wurde ich so, war so die Kritik dann, wenn ich was gesagt habe, immer da eher so Richtung Panikmache. Ja? Das änderte sich dann, als Corona zu einem Problem wurde und auch mehrheitlich im ersten Lockdown von den Menschen auch als Problem angesehen wurde, was es übrigens auch immer noch wird. Ja? Es darf immer nicht die einzelnen kritischen Stimmen und auch die vielen kritischen Stimmen dürfen nicht davon rüber hinwegtäuschen, dass die Mehrheit der Bevölkerung nach wie vor hinter den Maßnahmen steht. Ja, auch ihr, die ihr Kritiker seid der Maßnahmen, radikale Kritiker, dürft das nicht vergessen. Ja? Und jedenfalls in dieser Zeit war so die Mehrheit da doch dafür, aber da gab es dann immer die Kritik, weil ich hier euch die Maßnahmen erläutert habe und auch immer gesagt habe, ich begleite die kritisch hier weiter, aber momentan sehe ich die für gerechtfertigt an, weil die Gefahr noch so unbekannt ist und die Politik auch nicht schneller reagieren konnte. Da wurde ich dann häufig so als Regierungsanwalt beschimpft, ja, weil ich quasi sehr stark die Position der Bundesregierung, der damals, oder ja, damals war es vor allen Dingen die Bundesregierung und die Länder sicher auch dann, aber weil ich diese offiziellen Positionen sehr stark geteilt habe. Und dann wurde ich aber auch mal eingeladen zu diesem Kanal Punkt Predarovic, wo Herr Wodak und einige andere kritische, damals schon maßnahmenkritische Leute sich geäußert haben. Und ich habe auch dort mein Statement auch ganz normal bringen können und wurde jetzt auch nicht übermäßig beschimpft, obwohl dort nach meiner Wahrnehmung eher so die von Anfang an die kritischen Geister sich versammelt hatten. Ja, dann gab es so die Phase des Sommers, wo Corona nicht mehr so groß ein Problem war, wo ich sehr stark kritisiert habe, dass die Regierung in die Sommerferien fährt und untätig bleibt und keine zukunftsschauenden Maßnahmen ergreift, keine zukunftsweisende Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes vornimmt, keine Rechtsgrundlagen schafft, auch den eigenen Pandemieplan umzusetzen und auch die Aufklärung, ja, man hatte so ein bisschen das Gefühl aus den Augen, aus dem Sinn, und man hat eben, ich habe das mal so verglichen mit so einem Waldbrand, ja, wenn du den löscht und es gibt aber überall noch kleine Schwelstellen, dann ist halt die Gefahr, wenn ein neuer Wind kommt, dass das zum Flächenbrand wieder wird, zum neuen Waldbrand, ist eben groß und man löscht nicht genug. So war damals meine Kritik, und das könnt ihr hier in dem Kanal auch alles nach den Videos nachgucken. Ja. Jedenfalls kam es, wie es kommen musste, zur neuen Saison ging dann der Flächenbrand wieder los. Dann teilte es sich das so ein bisschen, seitdem es gibt die Leute, die sagen nach wie vor, ja, Regierungsanwalt kämpft auch hier für Anwälte, für Aufklärung, dieser Kollege Füllmich und die Kollegin Barner und so. Und ich habe immer gesagt, Leute, bleibt mir mit diesem vom Hals. Ich halte Füllmich da, diese Klage, was ist denn da mit der? Ja, da hat der viel Geld eingesammelt. Ich halte so eine Klage nach wie vor für absolut unzulässig und unmöglich, nicht begründbar, meine persönliche Meinung, also bleibt mir mit dem vom Hals. Und Frau Barner habe ich nur so wahrgenommen, ja, sie protestiert da laut schreiend und wird dann
sagt dann, sie wird nicht mehr Anwältin sein, jetzt ist sie wieder Anwältin, jetzt machen die ja zusammen irgendwas. Also ich habe das nur so am Rande wahrgenommen, ich will auch gar nichts weiter zu sagen, muss jeder selber sehen, wie er das macht, aber ich fühle mich da auf keinen Fall zugehörig. Ja, ich bin nicht auf dieser Seite. Und mich beleidigt das natürlich schon oder trifft das schon, wenn mir entweder unterstellt wird, ich wäre irgendwie Regierungsanwalt, ja, wo ich hier von Anfang an euch bei jeder Maßnahme sage, was ich persönlich davon halte, und mehrheitlich sind die Videos kritisch. Das beleidigt mich aber dann genauso, auch wenn jemand sagt, ja, Schwobler oder ich wäre ein Covidiot oder so. Ich benutze diese Begriffe beide nicht. Ich denke, sie stempeln ab, ja, also genauso wie das umgekehrt ist. Für mich abstempelt, wenn man einfach sagt, Regierungsanwalt, was soll der Quatsch? Ja, genauso ist es für mich aber auch umgekehrt völlig falsch zu sagen, Covidiot. Ja, das sind Begriffe, es gibt eben Menschen, die Corona für eine harmlose Grippe halten, die teilen nicht die Meinung dieser Menschen. Ja, und die sind aber auch kaum hier auf meinem Kanal. Also mehrheitlich hier sind die Leute, die die Maßnahmen kritisch sehen, und da gehöre ich dazu. Ja, nur weil wir jetzt hier auch mal eine Maßnahme unterschiedlich kritisch sehen, glaube ich nicht, dass man deswegen gleich mit solchen Begriffen den anderen bewerfen muss. Aber das muss jeder von euch selber entscheiden, wo er sich da positioniert. Ja? Wie sehe ich meine Position? Ich sehe sie als kritischer Begleiter, so habe ich das von Anfang an gesagt, als kritischer Begleiter aus rechtlicher Sicht. Vor allen Dingen im Schwerpunkt Arbeitsrecht mute ich mir oder maße ich mir an, das beurteilen zu können. Da liegen meine Prognosen eigentlich auch, muss ich sagen, immer richtig bisher. Und in den anderen Bereichen sage ich heute halt meine Meinung, und ich sage aber immer dazu, ich bin kein Verfassungsrechtler und ich bin kein Verwaltungsrechtler. Ja? Nur es ist ein bisschen Gefühl für die Grundrechte im Vergleich zu manchem Politiker, der meint, ich kann, es ist eine besondere Gabe, wenn er mir ein Freiheitsrecht gibt und nicht versteht, dass es umgekehrt so ist, dass die Einschränkung meines gegebenen, von der Verfassung schon längst vorhandenen Freiheitsrechtes, dass das der Rechtfertigung bedarf. Also da bin ich dann in Opposition. Und da wir jetzt seit einem Jahr Probleme haben, die nicht gelöst werden, also diese Föderalismus in der Pandemiebekämpfung nach wie vor, seit einem Jahr sage ich, halte ich für problematisch. Ja, jeder macht seinen kleinen Mist, in Wahlkampfzeiten noch problematischer, wenn die Politiker damit spielen. Das ist so eins meiner wesentlichen Probleme, die Gewichtung Gesundheitsschutz, Freiheitseinschränkung und Datenschutz. Diese Dreierkonstellation halte ich auch für falsch. Also der Datenschutz spielt nach wie vor eine höhere Rolle als die Einschränkung der Freiheitsrechte. Ja. Gesundheitsschutz ist wichtig, aber nicht um jeden Preis. Ja. Also da finde ich nach wie vor Ungleichgewichtigkeiten und dass eben bestimmte Dinge anknüpfen an Inzidenzien, die auf zweifelhafte Weise zumindest ermittelt werden und ohne ausreichende Belege massive freiheitseinschränkende Maßnahmen vorgenommen werden. Das ist auch etwas, was ich hier immer weiter kritisieren werde. Das mag in extrem überraschenden Notfällen wie am Anfang der Pandemie noch durchgehen, auch richtig sein, aber nach einem Jahr Pandemie und den Kenntnissen, die wir heute haben beziehungsweise haben müssten, wenn wir es dann ordentlich erforschen würden, wenn wir ordentlich Statistiken hätten, wenn nicht nach wie vor die Politik sagt, ja, die Zahlen steigen gerade nicht über Ostern, aber das liegt wahrscheinlich vielleicht daran, dass irgendwelche Gesundheitsämter die Zahlen nicht melden, wo ich sage, Leute, dann macht doch mal euren Ämtern Beine. Ja? Also das alles ist für mich inakzeptabel und das führt dazu, dass meine Einschätzungen kritischer werden. Aber ihr seht das, ich mache ja immer wieder Videos, die nicht meine Meinung sind, sondern wo ich einfach euch nur Gerichtsurteile vorstelle und auch nicht von irgendeinem Pampa-Gerichten, sondern Oberverwaltungsgerichten. Und da gibt es ziemlich klare Aussagen. Guckt euch auch die Aussagen von diversen Rechtsprofessoren an, die nicht unbedingt auf der Seite der Regierung stehen, aber auch nicht auf keinen Fall auf der Seite von irgendwelchen Corona-Leugnern stehen. Also wenn man sich das alles anguckt, dann ist die Linie ziemlich klar. Die Maßnahmen, die gemacht werden, brauchen eine konkrete, tragfähige Begründung, wenn sie freiheitseinschränkend sind, und solange und wenn sie diese nicht haben, dann sind sie rechtswidrig. Und jetzt kann man sagen, halt doch die Klappe und lass doch diese rechtswidrigen Maßnahmen laufen, aber das betrachte ich eben nicht als meine vorrangige Aufgabe. Danke. Tschüss.